Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute wieder Matt spricht mit im Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und ich freue mich ganz besonders, heute als Gast Paulus Manker begrüßen zu dürfen. Hallo. Guten Abend, grüß Gott. Achso. Wie immer zur Einleitung ein paar Worte zu Paulus Manker. Bitte mich zu korrigieren. Gerne. Wenn ich etwas Falsches sage, weiß ich, dass Sie das tun werden. Ja, Paulus Manker ist wohl einer der vielseitigsten und wichtigsten österreichischen Theatermenschen. Ich sage bewusst Theatermensch, lege es ein bisschen breiter an, denn er ist nicht nur ein begnadeter Film, sondern auch Theaterschauspieler. Er ist Regisseur in beiden Bereichen zu Hause. Er ist Autor und Drehbuchschreiber. Ja, und er kommt aus einer Theaterfamilie. Sein Vater war der legendäre Chef des Volkstheaters, Gustav Manker, auch Regisseur natürlich, und seine Mutter Hilde Sochor, eine große Schauspielerin. Manker hat anfangs schon eine steile Karriere hingelegt, am Theater und im Film, hat blutjung noch als Schauspieler, als Schauspielschüler, Verzeihung, am Burgtheater in Schlitzlers Komödie der Verführung gespielt. Damals, Lagerfeld hat die Kostüme gemacht, Hollein, die Architektur, wir werden auch auf ihn zu sprechen kommen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Freund. Im Lagerfeld, da waren wir zwar noch jung, aber da haben wir so Mieder tragen müssen, weil der war natürlich Models gewohnt und wir waren nicht blad, aber natürlich nicht so mit Modelfigur. Und da wurde man mal hineingezwängt. Haben Sie Luft bekommen noch? Für Schnitzel hat es gereicht. Okay. Es folgte eine Karriere, die ihn an die wichtigsten deutschsprachigen Bühnen führte, um nur zu erwähnen, Schauspielhaus Frankfurt, das Thalia-Theater, das Residenztheater und natürlich das Deutsche Schauspielhaus Hamburg und das Burgtheater Wien, um einige aufzuzählen. Er arbeitete auch mit den berühmtesten, wichtigsten Regisseuren des Theaters, Alexander Kluge, Macht der Gefühle, das war glaube ich 83, dann mit Klaus Beimann, Hartmann, Luc Bondy, Das Weite Land, 87. Hartmann ist kein wichtiger und berühmter Name. Aber Sie haben mit ihm gearbeitet. Leider. Gut. Matthias Hartmann, nicht? Sie wissen, der geschasste Burgtheater-Direktor. Wir wissen, ja. Er spielte aber mit Schauspielgrößen Michel Piccoli, Ulrich Tukor, Barbara Sukowa, Gerd Voss. Ja. Ja, passt das? Ja. Naja. Ja, das sind ja. Und ich sage Ihnen was, ein schlechter Partner ist was Feines. Weil es gibt Schauspieler, die glauben, sie wären größer und besser, wenn der Partner schlecht ist. Das ist ein Irrtum. Man wird nur gut, wenn der Partner auch gut oder besser ist, weil dann kann man sich hinaufziehen und dann landet man irgendwo oben. Wenn der Partner schlecht ist, kann das nichts werden. Ja klar, das haben wir neulich auch der Herr Zeiler gesagt, der bei Turner Broadcast Company Chef ist. Der Gerhard Zeiler? Ja, man soll gute Mitarbeiter nehmen. Na gut. 83 haben Sie das erste Mal für Peter Zadek gespielt. Seine Regie, Ibsens Baumeister Solness. Ja. Und dann, glaube ich, war das doch der Beginn einer sehr langen Zusammenarbeit. 4 Jahre am Schauspielhaus Hamburg. Und 86 haben Sie für Furore gesorgt mit Weiningers Nacht. Das haben Sie später dann am Volkstheater, glaube ich, als Regisseur auch inszeniert, ebenfalls enthusiastische Kritiken. Ich darf auch noch auf einen anderen Riesenerfolg verweisen, auf Richard den Dritten, ebenfalls Zadek, in München. Das hat auch zu einem kleinen Theaterskandal geführt, weil Sie gar nicht so heftig, deftig. Eher mittel. Okay, aber deftig, das Team, also Ihre Ensemble-Kollegen kritisierten? Ja, weil die so viel gesoffen haben da und ich habe mir erlaubt, das zu sagen. Das ist ja an sich ein berühmtes Theater mit einem sehr berühmten Ensemble-Kammerspiele. Da waren ja unglaubliche Namen dort beschäftigt. Das waren nicht alle in unserem Stück drin, aber die haben dort Weißbier in sich hineingekübelt, dass man überhaupt nicht mehr mit ihnen kommunizieren konnte. Und ich habe mir das erlaubt, in einem Zeitungsinterview zu sagen, die haben das gedruckt auch noch und dann war natürlich die Scheiße am Dampfen. Und der Intendant war böse, hat Stück abgesetzt, ja, sehr zum Bedauern aller. Und ich habe irgendwo gelesen, dass die Frau Jelinek gesagt hat, sie würde sie wahnsinnig gern nochmals als Richard der Dritte sehen, aber vielleicht reden wir darüber noch etwas später. Ja. Als Filmschauspieler und Regisseur sehr erfolgreich. Sie haben, glaube ich, auch ganz jung, 79 sogar, mit Michael Haneke begonnen in die Lemminge. Dann Nowotny, keine Panik, Exit, keine Panik und die ausgesperrten Buch Elfriede Jelinek. Ja. Also ganz tolle Sachen gemacht und selbst auch, glaube ich, ihren ersten Film Schmutz, der lief sogar beim Filmfestival in Cannes. Und erwähnen möchte ich noch vielleicht die Filme mit Hans Hollein, aber auch ein Film, den Sie, ein Porträt, den Sie über Ihre Mutter gemacht haben, 2004, Die Seele brennt wieder. Und Sie spielen ja noch, was ich gesehen habe, eigentlich fast jedes Jahr auch in Kino- oder Fernsehfilmen mit. Das letzte war
Ketzerbraut, aber auch Jack Unterweger. Sie müssen jetzt langsam aufhören, mich zu loben, sonst glauben die Leute, die haben mich da eingekauft. Nee. Wir müssen dem Sachen ein bisschen eine seriöse Note geben. Naja, also ich kann jetzt schlecht über Sie sprechen, aber ja. Wenn ich Sie vorstelle und Ihre Erfolge präsentiere. Wir kommen eh noch, bei den Fragen können wir dann schauen. Ja? Gut. Schließlich haben Sie sich aber eine Karriere im Ensemblebereich versagt, wenn ich das so sagen darf, und machen Ihr Theater. Dass das ein innovatives, spannendes, neue Formen des theatralen Erlebens bringt, das Theater ist, darüber sprechen wir später noch. Bekanntest ist natürlich Alma Showbiz. Wir werden darüber reden. Wir werden auch über Ihre Zusammenarbeit reden mit dem israelischen Dramatiker und Schriftsteller Joshua Sobol. Ich glaube, lange und gut. Ja, zum Lebensprojekt Alma. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Unglaublich erfolgreich, über Jahre ausverkauft. Premiere 96 im Sanatorium Burkersdorf. 50 Szenen simultan bespielt. Fürs Fernsehen haben Sie es verfilmt. Ja. Wie viele Leute haben das bisher gesehen? 123.426. Naja, da haben Sie vorher nachgeschaut. Ja, vorher, weil Sie haben ja gesagt, Sie werden mich das fragen, so also genau, habe ich nachgeschaut. Ja, ja. Damit ich kein Blödsinn dazu habe, habe ich nachgeschaut. Also die hinten, die Zehnerstelle ist erfunden, okay. Aber 123 stimmt. Okay. Aber es ist über 23 ja. Jahre. Also das ist auch in der Kam. Ja klar, aber trotzdem. Hat sich das ja, nein, das nicht, gar nichts Aufführung. Trotzdem. Sondern, das ist ja, ja super. Es ist interkontinental getourt, habe ich gesehen. Venedig, Lissabon, Los Angeles, Berlin und so weiter und so fort. Ich glaube, Sie meinen international, interkontinental. Was drei Kontinente. Ja, drei Kontinente. Na, bitte, ja. Ja. Klingt besser als international, aber das versteht keiner. Naja, gut, es ist wie, es klingt so nach Pan Am, nicht? So. Ja, eben, ja, ja, es ist ein bisschen wie eine Vielfliegerkarte. Ne? Ja, gut, aber na gut, später. Nehmen Sie einen Schluck, der ist sehr gut. Ja. Das erste Mal, dass ich in der Sendung trinke, aber ist sehr angenehm. Ja. Aber privat saufen Sie doch wie ein Loch. Ja, aber wie Sie sehen, das hängt man ja nicht zum Fenster hinaus oder so. Ja. Wenn Sie das sagen, sind wir eh schon beim Punkt. Ja. Gut, ja. Sie haben nicht nur mit großen Leistungen von sich reden gemacht, ja. Das kann ich nicht auslassen, sondern Sie waren, wir haben schon gehört, für manchen Theaterskandal gut und sonst auch für manchen. Und manche Journalisten, glaube ich, haben erlebt, dass man mit ihnen nicht gut Kirschen essen kann. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Jedenfalls. Ich bin halt ein unangenehmer Zeitgenosse. Mhm. Was aber nicht schlecht ist, weil wenn die Leute Angst vor einem haben, sind sie ein bisschen höflicher und scheißen dann nicht gleich am Kopf. Ja, das stimmt, ja. Aber versuchen Sie es einmal. Beimann, ja, ja, ja. Der hat ja auch, da haben die Schauspieler immer Angst gehabt, was ich gehört habe von der Frau Happel, aber er hat am meisten die geliebt, die keine Angst vor ihm hatten. Stimmt das? Das kann ich nicht sagen. Ich habe mit dem nur einmal gearbeitet. Ich bin gut mit ihm ausgekommen. Ja. Das ist ein toller Regisseur. Mhm. Ich habe mit tolleren gearbeitet, muss ich auch sagen. Bondi oder Zadek, das der Gipfel war. Da gibt es schon nochmal Unterschiede. Aber das sind Unterschiede, die sind, wie soll ich sagen, das eine ist eine jüdische Weltsicht, sagen wir mal Bondi und Zadek und die andere. Nämlich die jüdische Weltsicht ist ja, dass man, wenn man glaubt, man hat eine Weisheit oder ein Wissen erreicht, dass man sich nicht darauf ausruht, sondern weitergeht und sofort das Neue sucht. Und beim Beimann, mit allem Respekt und bei aller Wertschätzung, war es doch ein bisschen deutsch. Ein bisschen doch eine Lehrstunde, wie geht's? Und der vorne hat sich damit beschäftigt und weiß mehr und teilt sein Wissen jetzt großzügig ans Publikum aus. Und ich glaube, dass das Theater eher dafür da ist, Fragen zu stellen, als sie zu beantworten. Das habe ich in der Schule schon gehasst. Dass da vorne einer steht und sie deppert wichtig macht und sie aufbudelt. Und nur weil er irgendwas sich angelesen hat. Und, aber das Wichtige wäre ja der Pädagoge, der Leitende, der Führende. Und das ist halt am Theater immer schön, wenn man das Gefühl hat, die oben wissen noch weniger als man selber. Gut. Wir kommen gleich zu Ihrer Jugend. Gegen Autorität haben Sie sich ja immer wieder gewendet. Ja. Gegen wahre Autoritäten nicht. Eben nicht. Nur gegen Behauptete und, und Pseudo und Tant und Klimbim. Das habe ich nicht wollen. Und Sie haben immer wieder auch Stellung für die Kunst bezogen. Ich werde das dann auch noch ansprechen, nämlich auch eine Rede von Ihnen beim Nestor-Preis. Was wollen Sie noch alles ansprechen? Ja, wie lange ist das denn, Herr? Ja, ich muss das rüberkriegen. Das ist ja interessant, bitte. Das wollen bitte die Leute sehr. Hören. Ja. Und Sie haben die Kulturpolitik immer wieder kritisiert, kommen wir auch noch hin. Aber jetzt gleich zum Beginn. Kulturpolitik ist nur bevölkert von Untermenschen. Ja, vielleicht wird es besser. Wollen Sie nicht einmal Kulturpolitik, um Gottes Willen? Nein, nur Berater, nur Berater. Ja, aber die hören ja nicht auf einem, wissen Sie. Okay, das hätte mir jetzt leid getan. Sie hören nicht auf einem. Ja. Na gut. Sie haben in irgendeinem Interview gesagt, ja, anlässlich Ihres runden Geburtstages, fast nichts arbeiten.
Bitte wie? Fast nichts arbeiten. Das ist ein Zitat von Ihnen. Sie haben gesagt, ja, in Zukunft fast nichts arbeiten. Wäre so eine neue Lebensdevise. Hat mich gewundert, ja, wenn aus dem Arbeitsdiamanker plötzlich der Flaneur-Manker wird. Stimmt das mit dem? Naja, das schließt ja eines das andere nicht aus. Es ist ja der Wechsel zwischen dem Flaneur und dem Arbeitstier. Sie sind ja auch ein Dandy, wenn man sie so anschaut, und auch jetzt kein fauler Hund. Gut, Sie haben mich überzeugt. Im Moment jedenfalls arbeiten Sie mit Volldampf an Ihrem Weltkriegsdrama Karl Kraus, Apokalypse, die letzten Tage der Menschheit. 13. Juli, stimmt das? Ja, da ist die Premiere. Ja, in der Wiener Neustädter Waffenfabrik, Serbenhalle, 50 Schauspieler, wieder 800 Rollen. Ja? Was erwartet uns? Naja, das ist ein ungehobener Schatz der Welt, der Theaterliteratur. Es ist auch gar nicht für eine Aufführung von dem Autor damals gedacht gewesen. Es ist ein Sammelsurium an Zitaten und Originalquellen aus diesem Weltkrieg, aus diesem schrecklichen Ersten. Und er hat es einem Mars-Theater zugedacht, weil er dachte, dass irdische Besucher dem gar nicht standhalten könnten. Es wurde natürlich immer wieder versucht. Gerade im 2014er Jahr zum 100-jährigen Gedenken wurde das allenthalben halt an normalen Theater gemacht. Und ich glaube, dass das Stück dafür nicht geeignet ist, dass der Vorhang aufgeht und da irgendwelche Leute davon herumkrabbeln und halt jetzt zeigen, wie schrecklich der Krieg ist und wie monströs die Auswirkungen und Auswüchse sind. Und wir haben eben noch dazu, es heißt die Halle Serbenhalle, was für ein Stück über den Ersten Weltkrieg ist, der ja bekanntlich mit einem Feldzug gegen Serbien begonnen hat, schon einmal nicht schlecht ist. Und dann ist es eine Waffenfabrik gewesen, im Zweiten Weltkrieg natürlich, aber Waffen kennen ja kein Alter. Und das ist ja eine Riesenansammlung, so ein Ding, 220 Szenen, 800 Rollen, also ein gigantomanisches Unterfangen, das überhaupt in die Hand zu nehmen. Ich habe es aber doch gemacht, wir werden es heuer noch nicht komplett natürlich aufführen. Das würde ja 10 Abende nach normalem Theater rechnen. Haben Sie mal vor, das voll durchzuspielen? Ja, nächstes Jahr. Ja? Also das ist dann praktisch, muss man dann im Stück wachhalten, weil das wird wahrscheinlich... Naja, das ist, Moment, das ist ja jetzt schon so. Es ist ja ein interaktives Stück, wo man nicht jetzt wo sitzt und zuschaut, sondern man durchwandert ganze Gebäudeteile also und bei Alma, Zimmer. Dass man sozusagen simultan Szenen wählen kann quasi. Und Sie halt gehen dorthin, wo Sie lustig sind und was Ihnen halt interessiert. Anders als bei Alma ist es aber so, dass wir dort Szenen wiederholen werden, sodass Sie bei den letzten Tagen die Chance bekommen, wenn Sie es geschickt anstellen, im Laufe des Abends, der ja über 6 Stunden dauern wird, alles zu sehen. Und halt durch diese Szenen, durch diese Eindrücke wandern können. Sie werden verköstigt, also es gibt verschiedene Stellen, wo man Sachen zu essen kriegt, eine Grillstation, wir werden balkanesische Speisen vor allem servieren, um dem Kriegsgegner sozusagen posthum eine Referenz zu erweisen. Es gibt dann auch in der Pause ein großes Essen. Kann man trinken? Ja, freilich. Man kann sich dort, Sie kennen sich dort zukübeln, bis Sie bewusstlos umfallen. Ja? Und jetzt sage ich Ihnen was, und das hat es am Theater noch nie gegeben, Sie können in dem Stück auch schlafen. Für 145 Euro, was die Katertheater... Sie kennen sich dort, wir haben ein großes Lazarett mit 50 Betten, Lazarett natürlich, für das Stück unbedingt notwendig und da können Sie hineingehen, da kommt eine Schwester und sagt, darf ich Ihnen Ihr Bett zeigen, dann können Sie hineinlegen, werden Sie zugedeckt, dann sagt sie, wollen Sie eine Suppe essen oder irgendwas Ding, was trinken oder wollen Sie eine Ruhe haben und dann kann sie Ihnen, liest sie Ihnen etwas vor aus dem Stück oder Sie sagen, nachher mir steht das bis daher, schauen Sie das weiterkommen und können dort 4-5 Stunden schlafen. Also nein, aber man darf telefonieren, soll telefonieren. Ja, man soll. Also Sie können dort schlafen, es werden natürlich in dem Lazarett auch Szenen stattfinden, die natürlich im Stück vorkommen, aber Sie können dort auch Ihre Ruhe haben, Ihre Kontemplation. Sie können sich auch, und das ist in dem Stück wichtig, das Hintergrundwissen. Wenn ich jetzt sage Stalingrad oder 20. Juli oder Rommel, weiß jeder, was gemeint ist, weil mit dem Zweiten Weltkrieg ist man noch halbwegs auf du und du. Beim Ersten ist es vorbei, wenn ich sage Schlacht an den Masurischen Seen oder weil wir der Oberbefehlshaber der österreichisch-ungarischen Armee, werden alle so schauen, wie Sie jetzt schauen. Das ist zu lang her, es ist zwar nur 100 Jahre, aber das ist weit, weit weg. Ist er Konrad im Vornamen? Ist das der Raiffeisenknabe? Nein. Also. Der Oberbefehlshaber. Ach so, Entschuldigung. Der Oberbefehlshaber. Nein, das ist der Konrad von Hötzendorf. Ja, eben. Ja, das ist völlig richtig. Nein, stimmt auch nicht. Es war der Erzherzog Friedrich. Ja, ach, okay. Das war ein General, aber er war nicht der Oberbefehlshaber. Ja, so viele Schlachten, ja gut. Ja, da waren genug Schlachten. Ja, ich weiß. Und war ein furchtbarer Krieg. Wie sonst so. Krieg.
Und das weiß man nicht. Aber der Genuss des Stückes hat mit dem Hintergrundwissen zu tun. Also Sie kennen, Sie haben mehr davon, wenn Sie ein bisschen Bescheid wissen, wer ist der jetzt? Zeitungsherausgeber Moritz Benedikt, der war damals so bekannt wie, weiß ich nicht, der Dichand oder der Fellner. Ja, ja. Alle schmunzeln jetzt oder lachen oder kotzen. Also jedenfalls, das war damals in aller Munde. Und heutzutage kennt man den nicht mehr. Das ist aber schade, das war ein Lieblingsfeind von dem Karl Kraus. Also haben wir uns Folgendes gedacht, damit die Leute in den Genuss dieser Information kommen können, während der Szene, also nicht irgendein Buch lesen müssen, da machen wir bei jeder Szene im Zimmer einen QR-Code. Das sind diese quadratischen Strichcodes. Das ist, glaube ich, im Museum, wenn Sie durchgehen und können schauen. Ja, ja? Ja. So, ja. Ja? Ja. Darf ich Sie, wen spielen Sie? Dürfen Sie nicht, wen weil ich bin jetzt gerade noch beim Reden. Ach so, nein, ja. Ich frage dann weiter. Sie können sie ausschneiden. Und nein, da geht man hin und dann scannt man den Code und da erscheint auf Ihrem iPhone die Hintergrundinformation, die ganzen, wer ist der, so hat der ausgeschaut, das ist der Schauplatz, da ist die Zeitungsartikel und können sich während die spielen informieren, was da los ist. Das ist also nicht nur verboten, sondern sogar erwünscht. Sie können sich aber auch in ein Kaffeehaus zurückziehen, was wir auch dort haben werden, ein Wiener echtes Kaffeehaus mit Hausbrand-Sponsor, toller Kaffee, und können dort, ohne das Stück draußen zu genießen, auch das durchblättern, eben im Internet, halt modern, damit man innerhalb von 6 Stunden möglichst viel von dem mitkriegt und halt durch das Wissen einen zusätzlichen Unterhaltungslevel betritt. Klingt jetzt wahnsinnig spannend. Es ist auch spannend. Und wie oft wird es gezeigt? 12-mal. Okay. Na, hingehen, bitte. Na, ich bin ja schon dort. Das Publikum ist hingehen. Ich spreche jetzt mit dem Publikum. Ja, ja. Also hingehen. Ja, bitte hingehen. Freilich. Ja. Ja. Sie spielen den Franz Josef, stimmt das? Den Kaiser Franz Josef, ja. Ein Monster-Arschloch. Ja, das war kein guter, für dieses Land, kein guter Monarch. Der hat uns wirklich viel gekostet. Und Karl Kraus war auch kein großer Freund von ihm. Er war überhaupt kein großer Freund von der ganzen Habsburger Mischpoche, die ja dann eben 18 zusammengebrochen ist. Das kommt alles in diesem Wahnsinnsstück vor. Das muss man sich ja auch nicht vorstellen wie ein Theaterstück, wo Sachen erfunden und geschrieben werden. Der hat unheimlich viel aus den Zeitungen und Materialien aus der Zeit kollagiert und teilweise wörtlich genommen, irgendwelche Ausschnitte und Zeitungsartikel und Plakate und beobachtete Gespräche und so, und hat das dann genial montiert. Ich erinnere mich nur, Serbien muss sterben. Man ging in die Gartenbau, die war zu. Ja, so. Die Gartenbau war damals noch ein Vergnügungslokal. Und die Zirkecke, die haben wir sogar nachgebaut. Genau. Das ist die Ecke ist beim Hotel Bristol gegenüber von der Oper. Und das war damals, ich glaube sogar, dass es ein Café Cirque dort gibt. Es war ein Nobelrestaurant, ne? Oder so? Nein, es war der Treffpunkt. Ah, okay. Es war ein Treffpunkt der Wiener Gesellschaft, wenn man sich verabredet hat. Hat man sich beim Cirque die Offiziere zum Weiberboschen und die Blumen und die Zeitungsausrufe und die gute Gesellschaft, hat von der Cirque-Ecke dann hinunter zum Schwarzenbergplatz auf der Innenseite, nur auf der Innenseite des Ringes, den Corso auf und ab gegangen. Also was man heute den Giro nennt in Italien, dieses sich präsentieren. Ja, sehen und gesehen werden, genau. Sie haben aber schon mal Sie haben einmal, ich glaube 1980, also schon sehr lange her, in den letzten Tagen der Menschheit. Sie sind schon ganz schön angestrebt, muss ich sagen. Naja, ich muss mich informieren über Sie. Ja, das ist sonst, gut. Na, ist doch gut, oder? Was ist, naja, darum, da Sie, sind, Sie wissen mehr über mich als ich selber. Ich habe in dem, das waren 40 oder 50 verschiedene Rollen. Da hat der Hans Hollmann sehr verdienstvoll an 2 Abenden immerhin, also 7,5 Stunden im Konzerthaus, auch nicht auf einer normalen Bühne, das Stück zu großen Teilen aufgeführt, aber natürlich an 2 Arbeiten auch nur ein bisschen. Dadurch, dass wir simultan spielen, kriegen wir natürlich viel mehr unter. Was, Sie haben nämlich einmal gesagt, die Alma war ein Monster. Jetzt frage ich mich, was fasziniert Sie so an der Alma? Ja, das Monströse. Der Autor Joshua Sobol hat gesagt, das 20. Jahrhundert verstehen und begreifen will, muss man über die Geschichte der Monstren gehen. Er hat auch über den Otto Weininger, den jüdischen Philosoph, der sich selbst getötet hat, auch ein Monstrum in seinem Antisemitismus und in seinem Frauenhass. Und der gesagt hat, also der Pfad durch das 20. Jahrhundert geht über diese monströsen Gestalten und da gehört die Alma absolut dazu. Wobei ich sagen muss, ob es mir sympathisch ist, müsste ich jetzt nachdenken, aber einen Respekt kann sie einem schon abringen. Wobei es ja auch sehr stark um Sexualität geht, oder? Das ist ja eine ganz wichtige Sache da. Die hat sich den Ruf, und zwar leider selbst verschuldet, eingehandelt, dass sie so ein Boxenluder der Kultur des
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war und halt mit allen Berühmtheiten in die Kiste gehüpft ist, und das ist eben falsch. Sie hat in den 60er Jahren, als sie schon alt war, so eine berühmte Biografie geschrieben, die jeder kennt und wo halt ein bisschen hoffärtig drinsteht, habe ich den getroffen, habe ich den beeinflusst, habe ich noch das gemacht und so. Das hätte sie nicht notwendig gehabt. Sie hat 4 berühmte Männer in ihrem Leben gehabt, den Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler, den Gründer des Bauhaus-Architekturschule Gropius, dann den wilden expressionistischen Maler Kokoschka und den jüdischen Dichter Franz Werfel. Also große Männer, absolut. Und sie hieß ja auch sozusagen die Witwe der 4 Künste. Literatur, das Musik. Haben Sie ja verfilmt. Ich glaube, der Titel heißt so vom Film, ja. Aber, und das muss man ihr zu Ehren, muss man das erwähnen, sie hat sich diese Männer ausgerochen geradezu. Sie hat eine Besessenheit entwickelt für Genies. An unbegabte oder mittelbegabte Leute hatte sie kein Interesse, aber mit Genies, sie hat im Alter mal gesagt, nichts schmeckt besser als wie das Sperma von einem Genie. Und das ist natürlich als Lebensphilosophie. Naja, ich gebe nur wieder, was die Historie mir zugespielt hat. Den Maler hat sie sich als ganz junges Mädchen erwählt, oder er sie, da war der noch nicht der gigantische Komponisten-Heros, der er jetzt ist. Der war als Komponist völlig missachtet und nicht anerkannt. Er war ein berühmter Dirigent und Operndirektor. Aber dass man sagt, er war jetzt der berühmte Ding. Gropius, als sie einen als jungen Mann kennengelernt hat, da war vom Bauhaus überhaupt keine Rede noch. Also ein Riecher für Genies. Ja, absolut, ein Riecher. Mhm. Und der Kokoschka war ein wilder Maler, aber auch irgendwie angefeindet. Und Werfel, als sie ihn erwählt hat, war ein toller Lyriker, aber von einem Erfolgsautor weit entfernt. Also, dass man sagt, sie hat sich jetzt die Promis ausersehen, das ist falsch. Und auch nicht immer die feschesten. Mhm. Weil der Werfel war nicht kein Bon, der Gropius oder so schon, ne? Und das muss man ihr zugute halten, dass sie nach der Begabung gegangen ist. Ich glaube, sie hat teilweise von den Männern, die sie geliebt und begleitet hat, mehr gehalten als die von sich selber. Das nennt man ja gemeinhin eine Muse. Und das ist schon sehr kostbar für einen kreativen Menschen, der ja dazu geschaffen ist, zu zweifeln und zu denken, ist das jetzt gut, was ich mache? Das weiß ich nicht. Dass es da jemanden gibt, der sagt, du bist toll, aber du musst noch toller werden, du musst den Nobelpreis kriegen und so weiter. Haben Sie sowas? Haben Sie? Das geht sich überhaupt nicht an. Könnte aber sein, ne? Könnte sein. Das Stück wurde ja, wir haben es gehört, wird in... Und Sexualität, weil Sie gesagt haben, ist ja nicht zu unterschätzen. Das war ja nicht irgendwie ein bisschen herumbumsen und so, sondern der Kokoschka zum Beispiel hat gesagt, eine Nacht mit Alma gibt mir Energie für eine Woche Arbeit. Das ist ja kein Lärchenschaß. Ja, aber sie hat ja dann die Front danach geschickt, ne? Das ist eine andere Energie. Ich würde jetzt nicht sagen überdrüssig, sie hatte Angst. Sie hatte Angst vor Kontrollverlust und... Dieser Oskar Kokoschka, der ein fantastischer Maler, gerade in der Zeit, haben, den ich spiele, berühmt und unvergleichlich. Mhm. Und das, der kam ihr so nahe und hat ihr so den Boden unter den Füßen entzogen, dass sie nicht mehr wusste, ein und aus, und hat dann gesagt, er muss im Ersten Weltkrieg an die Front. Und wo war er? Wo hat er seine Ausbildung zum Soldaten gemacht? Der war in der Militärakademie in Wiener Neustadt. Ja, bitte. Da würden, wo wir das Stück spielen. Würden schlichte Geister sagen, die Kreise schließen sich. Nicht? Sie kennen das. Naja, der Genius Lotzi war bei unserem Stück immer bedeutend. Ja, aber das ist überhaupt wichtig bei allen ihren Arbeiten. Ja. Ja? Ja. Also den richtigen Ort für die Magie des Ortes ist entscheidend. Bei Alma sage ich zum Beispiel immer, es gibt 15 Schauspieler und einen Star. Das Gebäude. Wie hat sich das Stück über all Sie müssen das ein bisschen wirken lassen. Ja, ich weiß schon. Aber ich muss jetzt trotzdem, weil ich würde, schauen Sie, es freut mich, ich habe so viele Fragen an Sie noch im Schädel und ich denke, wir haben so wenig Zeit. Danke, Sie sind, also das kennt man ja von hinten. Na, so charmant, na bitte. Sie müssen das mal rumerzählen, dass ich kein solches Arschloch bin, wie man immer sagt. Ja, da sind wir jetzt ja gerade dabei, bitte. Ja. Also kommt das ins Fernsehen? Ja. Jesus. Wie hat sich das Stück nach all den Jahren verändert? Immer wieder. Immer wieder, ja. Gibt es Fans, so Leute, die mitfahren direkt? Es gibt Schlachtenbummler, sagt man da im Fußball. Ne? Ja? Gibt es das? Naja, es ist so, dass das Stück jetzt nicht so ausschaut wie 1996, sondern sich tatsächlich jedes Jahr und mit jeder Reise, Sie haben es erwähnt, verändert, entwickelt. Es kommen neue Szenen dazu, es kommen neue Sprachen dazu. Wir spielen ja im Ausland immer in der Landessprache. Mhm. Wir spielen in Hebräisch, in Israel. Das wollte ich übrigens. Jerusalem war, glaube ich, schwierig. Und Sie wollten dorthin und Sie haben es geschafft.
Wie war die Resonanz? Naja, das war vor 10 Jahren. Heuer ist 60 Jahre Staatengründung, ist das richtig? 70. Da, 70. Damals war 60 Jahre. Und die haben alle gesagt, hörst bitte nicht nach Jerusalem, bist narisch. Da sind die Orthodoxen, die hauen da die Bude zusammen und das wird nichts. Geh nach Tel Aviv, habe ich gesagt. Nein, Tel Aviv ist so aufregend wie Düsseldorf oder New York, das, da brauche ich nicht so weit fahren. Ich will nach Jerusalem, wo die dort sitzen. Und wir haben auch, da gibt es einen Bezirk in Jerusalem, Mea Shearim, wo die ganzen, die sind ja wirklich mehr Schuhe, die, wirklich die sind ja genauso schlimm, die jüdischen Hardliner wie die islamistischen. Also der Unterschied ist nullo. Und das ist auch das Aufregende und die Reibungsfläche an dieser Stadt Jerusalem, dass man denen auf Schritt und Tritt begegnet. Also habe ich gesagt, nein, ich will dort spielen, in Jerusalem. Ich spiele in keiner Stadt, die jünger ist als 2000 Jahre. So habe ich gesagt. Ja. Und das war absolut schwierig. Absolut schwierig, weil die haben zum Beispiel dann angefangen, die Bilder vom Kokoschka zu zensieren. Die durfte ich da nicht aufhängen, weil der Alman nackt drauf war oder so. Oskar Kokoschka. Weil das Gebäude dort war, das ehemalige Zentralgefängnis der britischen Mandatsverwaltung, die ja dort das regiert haben, aber das war jetzt mittlerweile das Museum for the Underground Prisoners. Da waren Irgun und da waren gewisse Gruppierungen, man würde sagen Stadtguerillas, die während der Besetzungszeit von den Briten terroristische Anschläge ausgeübt haben, man muss es sagen. Hotels in die Luft gesprengt und Melachim Begin hat auch ein bisschen völlig richtig. Der war dort. Na gut, und das ist und das war das ist ein Heiligtum für die. Da kann man nicht irgendwelche Blödheiten und untersteht oder unterstand dem Verteidigungsministerium, ja? Und die waren natürlich ganz aufgeregt, dass was dort passiert. Das musste auch das Stück wurde auch zensiert von einem jüdischen Autor von dort. Da durfte man Sachen wie Sperm, also Sperma oder was man hier ja sagen darf. Und täglich, sagt man das. Durften wir nicht sagen. Dann haben sie den Autor aufgefordert, er muss das Stück zensieren. Hat er gesagt, was soll ich zensieren? Aber ich finde ja an dem Stück nichts Schreckliches. Dann habe ich auch gesagt, was soll man denn machen? Haben sie gesagt, Joshua Sobol, he knows he is one of us. Ja? Das sind ja Rassisten. Nicht? Ja. Da bist du ja sofort, die kommen zu dir her und sagen, are you Jewish? Und dann sagst du, ja, from your father's side. Und dann reden sie gar nicht mehr mit dir. Weil das bei den, zählt nicht, ne? Nein, bei den Juden zählt ja nur, wenn du von der Mutter abstimmst. Weil der Vater ist immer ungewiss, sehr charmant, auch ein bisschen frauenfeindlich, sehr frauenfeindliche Religion. Gut, das ist also damit hatten wir... Nicht wahr? Mater Semperzerta ist, na genau. Mater Inzerta. Na freilich, ihre Halbbildung ist faszinierend. Wahnsinnig, gell? Ja. Ja, ich muss mich ermessen. Und da mussten wir das Stück zensieren und dann und die Bilder abhängen. Ich sag's Ihnen wirklich. Ja. Und das war natürlich... In der HRS und in den Zeitungen, auf den Titelseiten, so groß, ja, so bold zensiert. Das ist, wie wenn sie hier Jelinek zensieren. Nächsten Tag waren wir ausverkauft. Also super. Ich war sehr glücklich. Aber Jerusalem ist natürlich... Aber es war ein Erfolg. Ja, Bomben, wir hätten das dort spielen können, ein halbes Jahr. Die Jerusalemer sind nicht gekommen, die Orthodoxen gehen nicht ins Theater. Die kamen von Tel Aviv, 100 Kilometer entfernt, von Haifa und so weiter und waren fantastisch begeistert. Und natürlich geht es in dem Stück auch um Erotik, es geht auch um Sexualität, das ist ja logisch. Und da hatten sie Angst, das Verteidigungsministerium hatte Angst, dass die Orthodoxen, die in der Nachbarschaft gewohnt haben, erfahren, was wir dort machen und uns die Bude einhauen. Okay. Die kamen dann eh nicht. Wir kommen wieder nach Wien. Ich würde gern eigentlich ein bisschen über Ihre Jugend reden. Sie kommen ja aus einem berühmten Theaterhaus halt oder Theaterfamilie. Ja. Und ich denke, dass bei Ihnen zu Hause die Besten der Theaterwelt verkehrt haben. Gibt es da irgendeine Anekdote, die die Atmosphäre beschreibt? Gibt es jemanden, den Sie bewundert haben in dieser Zeit? Ja, klar. Ja? Also ja? Sie reden jetzt von meiner Jugend. Wir reden von den 60er Jahren. Da war ich halt ein Kind. Ja? Und mein Vater war am Volkstheater zuerst Bühnenbildner und dann Regisseur und wurde dann Ende der 60er Jahre Intendant, Direktor. Und natürlich sind gewisse Leute bei uns ein- und ausgegangen, weil sie Freunde oder auch Kollegen meiner Eltern waren. Michael Helter war sehr oft bei uns, ein zauberhafter Mann. Kurt Meisel war oft und Heinz Petters und wie sie alle heißen. Aber natürlich für uns Kinder war die gerade das Aufregendste, weil er uns am ähnlichsten war, der Helmut Qualtinger. Weil als Kind wirst du ja immer, wird dir ja immer gesagt, das verstehst du noch nicht und da bist du noch nicht alt genug und wenn du mal groß bist, dann wird das... Es ist alles eine Lüge. Es wird, wenn man älter wird, es wird nur immer schlechter, es wird nicht besser. Und der Qualtinger hat sich benommen auf eine Art, dass man dachte, es gibt in der Erwachsenenwelt Verschworene.
die so sind wie die Kinderwelt. Es gibt eine Chance auf Außenseitertum, dass es doch später auch noch lustig wird. Da waren so, wir haben natürlich an den Abendessen nicht teilgenommen als 9- oder 7- oder 10-jährige Kinder. Wir lagen aber im Nebenzimmer, im Kinderzimmer und haben natürlich gehört und gelauscht, wenn der war, da hat sie sich abgespielt. Helmut Gwaltinger natürlich, ein Gigant, ja, den mein Vater seit dem Krieg kannte und meine Mutter aus der Jugendzeit und so. Und am nächsten Morgen, da am Esstisch hat es ausgeschaut wie auf ein Übungsfeld von der Alpha da, wenn der dort war, wirklich, also toll. Und das war, da hat man Hoffnung geschöpft, weil man dachte, vielleicht gibt es einen Bereich im Erwachsenentum, wo man das sich bewahren kann, was in der Kindheit ja, so schön da ist. Ja. Gleich anschließend die Frage, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Ihre Mutter hat es, glaube ich, erzählt, dass Sie als Kind Raubmörder als Berufswunsch mit genannt vier, haben. Ja. Mit vier wurden Sie Raubmörder. Sie hat mich idealisiert, aber es stimmt. Und zwar, man beachtet den pekuniären Moment, also nicht Mörder, sondern Raubmörder. Raub, ja. Mit ja. fünf habe ich allerdings meinen Berufswunsch schon Pensionist. Aber dann ist irgendwann Frage, wann kam der Schauspieler? Gab es da ein Initiationserlebnis, wo Sie plötzlich naja, wussten, Sie dass Sie nicht werden? Sie stellen sich das zu romantisch vor. Ich glaube, es gab... Ja? Naja, das ist ja das Wesen der Romantik, dass es schön, aber unwahr ist. Das ist ja das... Gut, aber man sagt auch, wenn es gut erfunden ist, nicht wahr? Muss nicht wahr das, sein, ist so gut erfunden nie. Sein. Nein? Ich sage das nie. Sie ist ein Barazin. Es gab, glaube ich, bei einem Vater, ja? bei dem Beruf, bei einer Mutter, bei einem Beruf, bei einer älteren Schwester in dem Beruf, es gab überhaupt keine Chance. Klar. Meine jüngere Schwester, die hat dann gesagt, mir reicht schon, wurde Psychiaterin. Sie haben ja ein Buch über Ihren Vater gemacht und Sie haben einen Film über Ihre Mutter gemacht. Man muss in einem gewissen Alter, muss man anfangen, zu den Eltern nett zu sein. Wunderbar. Sie haben so unter mir gelitten, ich war ein so grauenvoller Schüler. Sie waren ein wildes Kind, gell? Ich bin aus, glaube ich, 20 Schulen rausgeflogen. Und hatte dann Schulverbot in ganz Österreich. Also es war die Hölle. Das Kinderzimmer haben Sie in Prag, stimmt das? Nein. Habe ich gelesen. Das Kinderzimmer nicht in Brand gesetzt. Gut. Aber ich habe beim Kinderzimmerfenster, vierter Stock, immer die Bauklötze und Matador und sozusagen rausgeschmissen. Hatte eine Freude an dem Tiefe des Falles. Dann haben sie ein Gitter vor das Fenster gemacht. Habe ich die Puppenkleider meiner Schwester unten durchgeschoben, dass es irgendwie runterfällt. Und der Hausmeister hat das dann alles weggeräumt. Und meine, jetzt kommt was Lustiges. Ja? Pass auf. Okay. Und dann hat meine, ich weiß nicht, katholisch, kritisch, aber du hast sehr katholisch erzogen worden. Und eines Tages sagte ich zu meiner Mutter, Mama, ich möchte so gern schon im Himmel sein. Meine Mutter war vollkommen gerührt und hat gesagt, ja, das ist was willst du denn im Himmel machen? Was runterschmeißen. Sag, aber führen Sie Tagebuch? Nein. Also weil... Das klingt ja schon ein bisschen, die Beschäftigung auch mit Eltern, ist ja der erste Ansatz vielleicht zu einer Autobiografie. Haben Sie sowas schon mal angedacht? Nein, es wurde mir angetragen. Das wäre lustig, das wäre spannend. Ja, die Entschuldigung, dann schauen wir mal. Die Sendung, glaube ich, interessiert auch. Jeder Volltrottel schreibt schon seine Autobiografie. Manche die ganzen, sogar zwei. Ich hatte Gäste, die zwei geschrieben haben. Cornelius Oponia schreibt seine Autobiografie. Was soll da drin vorkommen? Außer die Großeltern, ich meine, dem gebe ich mich nicht hin. Nein, nein. Haben Sie jemals... Für viel Geld. Okay, schon, für viel Geld. Okay. Käuflich, aber nicht bestechlich. Raub, wir haben schon erwähnt. Ja. Haben Sie jemals mit Ihrer Mutter gespielt? Ja, toll. War das schwierig? Jetzt weiß ich nicht. Das ist schon anders. In diesem Stück Weiningers Nacht, diesen Philosophen, gab es eine Mutter und das hat meine Mutter gespielt. Meine echte, leibhaftige, man kann nicht dem Fall sagen, was leibhaftige, mit ihrem Weininger. Gar nicht, nein, gar nicht. Die Schauspieler, wenn sie spielen, glotzen einander immer an. Mhm. Und wenn sie sprechen und glotzen einander immer an. Und Menschen im Leben, notabene die sich kennen, schauen sich nie an. Und mit der eigenen Mutter zu spielen, die hat mich den ganzen Abend überhaupt nicht ein einziges Mal angeschaut, weil die weiß ja, wie ihr Sohn ausschaut. Die muss ja nicht dauernd hinglotzen. Und hat mich behandelt, ich würde jetzt nicht sagen, wie der letzten Dreck, aber durchaus renitent und musste mich auf der Bühne anziehen und dann musste sie auch so auf den Kansas aus dem Hals so spucken und dann so. Das haben schon mal und das ganze Publikum. Ja, es war ein absolutes Erlebnis, weil es eine Vertrauensbasis hatte, die man mit niemand anderem auf der Welt hat, wie mit seiner Mutter. Und dass man das vor, weiß ich nicht, 1300 Leuten. Super. Ausführen und aufführen darf, das ist schon der Luxus unseres Berufs. Der hat durchaus Schattenseiten, aber das sind Momente,
Haben Sie das bewusst gemacht, weil Sie eine andere Form von Theater machen wollten, weil Sie institutionalisiertes Theater Ihnen auf die Nerven gegangen ist? Was war es? Ja? Kurze Antwort. Ensemblearbeit ist das Allergrößte am Theater. Ja? Aus dem gleichen Grund, warum ich gerade gesagt habe, warum es mit der Mutter schön ist, Vertrauen und Kennen des Anderen. Mhm. Wollen Sie irgendeine Gastproduktion mit Leuten machen, die Sie gerade auf der ersten Probe kennenlernen, guten Tag, und ich weiß nicht, die intimsten Dinge mit Ihnen spielen müssen, ist die Hürde und die Scheu und die Angst wahnsinnig groß. Wenn Sie in einem Ensemble sind, Sie sind im dritten, vierten, fünften Jahr und machen mit denen schon die 20. oder 10. Produktion. Ich habe nicht Kollegen, mit denen ich so oft gearbeitet habe, aber einige doch. Eben bei Zadek, der ja ein Ensemble, ja. Warten Sie, ich suche das Wort, Ensemble-Magier war. Würden Sie sagen, er war der wichtigste Regisseur oder wichtigste Regisseur, mit dem Sie zusammengearbeitet haben? Ja? Und was war so wichtig, so spannend, so? Für das, Sie auch. Das Lernen der Eigenverantwortung. Mhm. Nicht, dass einer unten sitzt und dich erzieht und macht das und das, sondern der das in deine Hände legt und geradezu oft zwanghaft sagt, tu, prob nicht für mich, ich bin nicht der Herr Lehrer, der ist teilweise, haben wir geprobt, Lulu, eine legendäre Aufnahme, haben die Leute gesagt, die Kollegen nach zwei Stunden, der ist gar nicht mehr da. Der schaut gar nicht mehr, der ist nach Hause gegangen. Na wirklich? Na wirklich? Na wirklich? Ich hatte den dritten haben wir gemacht für die Wiener Festwochen hier und dann in München. So wenig, Richard der Dritte, das ist ja eine Weltrolle, wo man denkt, man sitzt jeden Tag 5 Stunden mit dem Regisseur. Nicht. So wenig mit dem Regisseur gesprochen wie bei der Produktion überhaupt noch nicht. Also ich hätte Produktionen wie Alma, meine eigenen, niemals machen können, wenn ich bei dem nicht gelernt oder gezwungen war, auf mich selbst zurückzuschauen und das selbst zu machen. Das Geniale bei ihm war neben gewissen anderen Dingen, es war ein unglaublicher Regisseur, das Zusammenstellen des Ensembles. Das ist ja auch bei Max Reinhardt, sagt man, war das so, wen setze ich auf wen an, wer spielt die Mutter, wer ist der Vater, wer ist der Sohn. Wenn das nicht stimmt, kann es auch ein genialer Regisseur nicht mehr retten. Aber wenn Sie sagen, jetzt nehme ich den Ulrich Dukur und den Wildgruber und die Eva Mattes und den Uwe Bohm und die Ilse Ritter, dankeschön. Und die lasse ich aufeinander los, die kannte er teilweise jahrzehntelang, also wusste er nicht nur, was er von ihnen erwarten, sondern auch, was er von ihnen verlangen kann. Man kann ja nicht von jemandem verlangen, Dinge, die der nicht bringt. Ich gelte als strenger Regisseur, bin es aber nicht. Aber wenn ich bei einem Schauspieler sehe, er könnte 2,20 Meter springen, und er springt nur 1,80, werde ich nicht ruhen, bis er dort oben angekommen ist. Wenn er nur 1,50 springt, springt er nur 1,50. Hat er keinen Sinn, ihn zu quälen. Zu einem anderen wichtigen Regisseur denke ich, nämlich zu Michael Glavoga. Und mit dem haben Sie gemacht Slumming. Mhm. Ja, also die Geschichte eines Obdachlosen. Sie haben einen Obdachlosen verkörpert. Ja. Und da habe ich nur gelesen, es wurde wahnsinnig von der Kritik gelobt. Ich war wirklich gut. Stimmt es, dass Sie betrunken gespielt haben? Na sicher. Also das stimmt wirklich, ja? Ein Theater ist ja das Wesen des Wiederholbaren. Ja. Sie müssen das, was Sie am Vortag gespielt haben oder was Sie geprobt haben, ja wiederholen, damit es nochmal stattfindet und nochmal stattfindet und nochmal stattfindet. Mhm. Und Sie können ja nicht sagen, am Mittwoch war ich so toll. Nichts ist so alt wie der Theaterabend von gestern Abend. Ja? Beim Film brauchen Sie es ja nur einmal machen oder gelingen und dann wird es auf Film gebannt und dann ist es vom Winde verweht oder Schweigen der Lämmer, dann ist es dort und es schaut immer so aus und Sie brauchen sich nie mehr darum kümmern. Also das Einmalige und das kann man natürlich beim Film durch alle Mittel erzeugen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Konzentration, Alkohol, Drogen, langes Proben, egal was, dass man in diese Situation kommt und dann läuft die Kamera und dann ist es drauf. Wie viel haben Sie getrunken? Also bei einer Szene, und die haben wir am Vormittag gedreht, um 10, 17 Whisky. Jesus. Also, und das ist ja etwas, es gibt zwei Dinge, die sind beim Schauspielen sehr schwierig. Betrunken sein, drei sind es. Betrunken spielen, weil die Schauspieler immer so, meistens haben sie Flaschen, damit man weiß, sie sind besoffen, grauenvoll. Das zweite ist aufwachen, in der Früh, ganz schwierig. Und das dritte ist telefonieren. Weil Sie ja beim Spielen
des Telefonierens nicht die richtige, die wahre Zeit vergehen lassen dürfen. Weil das dauert ja Minuten. Sie müssen es künstlich verkürzen. Und vor allem, und das ist die Todsünde für jeden Schauspieler, wenn der dann auflegt, Gitti, hallo, bumm. Achten Sie im Fernsehen bei den Filmen drauf. Falsch. Und viele der großen Schauspieler, sie glotzen in den Hörer, was kein Mensch jemals macht. Aber man hat den Lehrer, schaut rein, bumm, und legt auf. Da kommt man sofort in die Schauspielerhölle, wenn man das macht. Und beim Alkohol trinken ist es halt so, man rutscht mit dem Ellbogen ab und das ist alles immer, wenn man es erzeugen muss, künstlich elend. Es ist elend. Aber beim Film habe ich ja die Zeit und die Möglichkeit, mich wirklich saufen, dass eben nicht das so komisch jetzt rauskommt, wenn ich so sprich, sondern dass ihnen wirklich so Sachen passieren. Das ist ja beim Schauspielen ganz wichtig, dass man nicht Dinge an sich heranholt, sondern dass sie einem tatsächlich passieren. Ich kann es nicht besoffen spielen. Vielleicht ganz große Schauspieler können es. Ich kann es nicht. Daher habe ich gesagt, zum Regisseur, pass auf, du willst, dass ich ein schwerer Trinker, diese Rolle, du willst das immer, dann lass es uns doch machen. Und dann muss ich das nicht erzeugen, sondern kann mich auf andere Sachen konzentrieren. Und dann wird mir das schon passieren. Wir drehen die Szene 10, 12, 15 Mal und dann jedes Mal ein Whisky dazu. Es war schon heavy. Und dann hat er gesagt, gut, ich passe auf dich auf. Und dann haben sie mich nach Hause geschickt. Nicht? Und dass ich mich ausschlafe. Und das ist jetzt im Film drin. Ich brauche das ja nicht spielen. Es gibt eine Geschichte zwischen Dustin Hoffmann und Sir Laurence Olivier. Weiß Gott, kein schlechter Schauspieler. Und die haben in dem Film Marathon Man gespielt. Er ist so ein Ex-Nazi-Quälgeist, Arzt. Zahnarzt, ne? Ja. Er bohrt ihm dann. Und der Dustin Hoffmann wird gefangen und gefoltert. Und dann kommt er aus und rennt weg, Marathon-Man, und rennt über die Stadtautobahnen. Und dann fangen sie ihn ein und dann foltern sie ihn wieder. Und da haben sie eine Szene, gedreht, wo sie den eingefangen, wo der vorher über die Stadtautobahnen ist, dann fangen sie mit dem Auto ein und bringen ihn zurück. Also stand dort der Laurence Olivier und der Dustin Hoffmann hat gesagt, gut, bin bereit, ich komme gleich wieder, ich renne jetzt dreimal um einen Häuserblock, damit ich außer Atem bin. Und dann können wir drehen. Also sind die inklusive Laurence Olivier oben gestanden, bis der fertig war, dann kam er ins Zimmer und haben es gedreht. Okay, danke Dustin, noch einmal. Komm, gleich wieder, ist er wieder weg, 10 Minuten. Und nach dem dritten Mal hat der Laurence Olivier zum Dustin Hoffmann gesagt, ganz freundlich, did you never try to act? Moment, nein, es wird nicht gelacht. Die Geschichte wird immer zugunsten von dem Laurence Olivier erzählt, der daneben steht als Weltschauspieler und sagt, haben Sie nie versucht, zu spielen? Muss er nicht. Er muss es ja nicht. Er kann es, am Theater muss er es. Da kann er nicht um einen Block, da muss er reinkommen und sagen, so, ja. Aber am Film kann man das ja alles durch verschiedene Mittel erzeugen. Die Geschichte geht, müssen Sie, wenn Sie es weitererzählen, zugunsten von Dustin Hoffmann erzählen. Weil der hat recht gehabt und gesagt, das muss ich doch nicht machen. Ich kann mir da auf andere sagen, der Marlon Brando, weiß Gott, kein schlechter Schauspieler, stirbt in Meuterei auf der Bounty in Haiti, auf so einer Strohmatte da irgendwo in einem Zelt oder was. Und da hat er sich die gesamte drunter mit Eiswürfeln, mit Eis auslegen lassen, damit es ihn kühlt und damit so unwillkürliche Sachen ihm passieren. Die er nicht kontrollieren kann, die auf ihn zukommen, die er ergreifen und umsetzen kann und damit er sich dann auf das andere konzentriert. Das ist es. Und die Schauspieler, die ich bewundere, sind die das Unvorhergesehene nicht als blöden Fehler und ach Gott und das stört und so, sondern die das geradezu ansaugen. Angela Winkler oder Ulrich Wilke oder so, die das geradezu ansaugen und deswegen ist Theater einmalig und lebendig und Film ist eben anders. Das sind wir aber auch jetzt werden Sie dran. Ja, genau. Ich schließe auch da an, weil sind wir bei Ihrem Theater. Ja.
Ich meine, das sind Dinge wie Multimedialität. Es ist interaktiv. Der Zuschauer wählt sozusagen aus, welche Szene er wahrnimmt. Er kann sich praktisch eine eigene Geschichte erzählen, indem er durch ihr Theater wandert. Der Raum spielt eine Rolle. Ja? Ist da mein Gesicht jetzt drauf? Nein, das ist, nein, das ist kein Problem. Synchronität. Sagen Sie, aber wenn Sie selber, was würden Sie sagen, was ist einzigartig an der Art, wie Sie Theater machen? Ich? Ja. Gar nichts. Ja. Ich mache manches ganz gut. Mhm. Ich bin ein großer Blender. Wir sind unter uns. Man kann schon tricksen. Aber es ist kein herkömmliches Theater. Nein, nein. Das lässt sich auf Bühne gar nicht aufführen, was Sie machen, nicht? Es gibt ganz großartige Schauspieler, ja, die was am Kasten haben und die können blenden. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es sind großartige Leute dabei auf der Bühne. Mhm. Vorne in 7, 10, auch wenn sie in der ersten Reihe sitzen, sind sie ja von dem weit entfernt. Ja. Und das funktioniert auch. Und bei Alma, wo ja der Zuschauer im Raum, in der Dekoration mit den, und bei den letzten Tagen eben auch, letzten Tagen der Menschheit, der ist ja unmittelbar, so wie wir jetzt sitzen, oder näher. Mhm. Und Sie können bei meinen Stücken, also bei diesen interaktiven Stücken, machen, was Sie wollen. Eines können Sie nicht: lügen. Weil man das sieht. Ich sehe so jetzt Ihre Augen. Sind auf der nie. Gerd Voss hat einmal gesagt, man sollte dem Publikum eigentlich das Geld zurückgeben, die die Augen des Schauspielers nicht sehen. Wenn Sie am Balkon sitzen, da unten bewegt sie irgendwer, na, das wird wahrscheinlich gerade der sein, der sich... Der redet, aber Sie sehen ja von dem nichts. Und bei uns können Sie wirklich hautnah dran sein. Aber mal, war mal bei einer Vorstellung vor vielen Jahren, kam ein Zuschauer so. Ja gut. Hat nicht gestört, aber so nah. Ja. Und nach der Vorstellung kam er zu mir und gesagt, Herr Manke, ich weiß, ich habe Sie gestört. Und so, du sagst, nein, ich habe nicht gestört, aber Sie waren schon sehr nah. Ich musste den Schmerz in Ihren Augen sehen. Jesus. Nein, aber das ist ja das, was ich meine. Aber jetzt noch ganz was anderes. Ja? Ich muss ein bisschen ehrfurchtsvoll, wenn ich so Sachen habe. Herr Manker. Volkstheater. Ja. Ja? Volkstheater. Sie waren im Gespräch als Direktor und ich habe gelesen, Ihr Vater soll gesagt haben, wenn es nicht stimmt, sagen Sie es, jetzt als Direktor, also es wurde jetzt als Direktor, ach so, das stimmt, wird es schwer sein, einen guten Charakter zu behalten. Hat sie das abgehalten? Nein. Ich habe es nicht gekriegt. Was heißt abgehalten? Naja, guten Charakter. Alle 10 Finger hätte ich mir abgeschleckt. Also 68 hat er die Direktion übernommen, da war ich 10. Ja. Und das war ja doch eine Promotion, war ein Erfolg für ihn und große Sache. Und da kam er nach Hause und hat gesagt, wir haben uns natürlich gefreut und Mutter waren stolz auf ihn und alles. Und da weiß ich noch, hat er gesagt, ja, jetzt wird es schwer werden, einen guten Charakter zu behalten. Aber ich 10 Jahre lang habe ich gedacht, da ist irgendwas, der meint irgendwas, was ich natürlich damals nicht verstanden habe. Mhm. Nein, ich habe mich beworben, war dann in der Endauswahl zwischen dem Schottenberg, der es dann wurde, der Andrea Eckert, der es ihre Parteifreunde, die Sozis, versprochen hatten, der Andrea Eckert und ich. Mhm. Und geworden ist es der... Die Geschichte erzählen wir jetzt nicht, aber das ist eine riesige Sauerei. Sie hätten es aber gerne gemacht. Damals, und haben, würden Sie heute noch gerne Theater machen? Nein. Okay. Sagen Sie, das ist sehr anstrengend und sehr... Na klar, aber was Sie machen, ist auch sehr anstrengend. Entschuldigung. Was Sie machen... Aber die selbstgewählte Qual ist ja mit der fremd angewendeten Qual nicht zu vergleichen. Aber das Risiko, das Sie eingehen, vielleicht auch zu dem... Sie müssen schon so Sachen stehen und wirken lassen. Ich lasse es Sie tun so, als ob mir das... Naja, Entschuldigung. Das sage ich ja nicht jeden Tag, das sage ich nur in Ihrer Sendung. Ja, aber jetzt kommen wir zum Risiko, das Sie eingehen. Das ist, glaube ich, etwas, was Sie jeden... Stolz sind, dass ich das da... Ich bin ganz stolz, dass Sie überhaupt in der Sendung sind. Weil um ein Haar wäre nicht kommen. Ich weiß. Aber zum Risiko. Okay. Noch einmal. Sie gehen jetzt... Ja, glaube ich zumindest, ein ungeheures finanzielles Risiko ein mit dem, was Sie jetzt tun. Jetzt beschimpft man die ÖVP. Wir machen diese also letzten Tage der Menschheit kostet 600.000 Euro. Von mir alleine finanziert. Das Land Niederösterreich und diese Kasperl-Tante geben nicht die Hälfte, geben nicht 10.000, geben nicht 15.000. Sie gibt gar nichts, Frau Johanna Mickl-Leiter. Die Stadt Wiener Neustadt geben mir, ich habe es aufgeschrieben, 728,75 Euro, ist kein Spaß, 728,75 Euro geben Sie mir für eine Produktion, die 600.000 kostet. Der Herr Erwin, der Onkel Erwin, der Bröll, ein Mann durchaus ein aufgeklärter Absolutist, also die Vorstufe zum Diktator,
Wurscht. Gut, aber für die Kunst hat er was getan. Ne? Ja? Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ein Mann mit Handschlagsqualitäten. Der war in der Alma-Premiere vor vier Jahren. Ich habe ihm von dem neuen Projekt erzählt. Der hat sich das angehört und gesagt, das machen wir. Da bin ich dabei, das kriegen Sie. Dann habe ich gesagt, naja, da werden wir vielleicht das Bundesministerium, das wird viel Geld sein. Na, das machen wir uns ganz allein, hat er gesagt. Und das jetzt hat funktioniert? Das hat nicht funktioniert, weil er nicht mehr Landeshauptmann ist. Eben nicht. Ja. Ich wollte Sie fragen, was Sie vom Theater als moralische Anstalt halten. Das erledigen wir und das lassen wir weg. Ja? Fad, ja. Aber die MeToo-Debatte. Halte viel, aber es ist ja, die MeToo-Debatte, da sind Sie eingestiegen. MeToo? MeToo, oh, ja. Ja. Oh, ja. Ja, ich weiß, aber Sie gelten durchaus als autoritär, manchmal harsch, rau im Ton, in der Gestik, wenn ich es vorsichtig formuliere. Aber nicht formuliere. Okay, gut. Stimmt. Da haben Sie den Herrn Wedel. Ja, das ist. Das ist der nicht? Deutsche, das muss man erklären, das ist der deutsche Weinstein. Bad Hersfeld, ja. Ein Regisseur, der ausschaut wie Muhammad al-Gaddafi mit so schlecht gefärbtem Haar, sich auch so benimmt, aber nichts kann. Hat sie als Luther rausgeschmissen? Martin Luther, ja, eine gute Rolle für mich. Aber Sie kriegen das Geld. Er muss bezahlen. Worauf Sie so unrechten können, Herr Matt. Sie haben ja schon zwei Drittel bekommen. Ja, ne? Aber ich will alles. Ja, klar. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Sagen Sie, ist die Zeit der Theaterpatriarchen, ich spreche jetzt. Ich weiß nicht, wie der Peter Zadek war, aber wenn man so an die, auch an Stein denkt, ja, ist die vorbei jetzt? Weil jetzt geht es ja offenkundig um darum, dass man gute Umgangsformen hat, wenn Sie an die Briefe des Burgtheaters denken. Ist das vorbei und werden Sie in Zukunft mehr als Mediator auftreten oder wie sehe ich das? Nein. Als Regisseur, als Theaterleiter, das ist kein demokratisches System, es ist ein hierarchisches System. Da ist einer oben und der sagt, was passiert. Es ist die Frage, wie er es sagt und wie er seine Macht, die er natürlich hat und haben muss, ausnützt. Darum geht es ja bei MeToo. Und diese Debatte, die da jetzt hochgekommen ist seit einem halben oder dreiviertel Jahr, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ich halte die für sozial, hygienisch die wichtigste Diskussion seit Ende der 60er, seit der sexuellen Revolution Ende der 60er Jahre. Und es kann ja sein, dass es jetzt ein paar Falsche erwischt. Solange es nicht mich erwischt, ist es in Ordnung. Natürlich, es wird gewisse Dinge in Zukunft, wie sie comme il faut und üblich waren, einfach nicht mehr geben können. Was mich entsetzt, ist ja nicht, dass der Weinstein in die Zimmerpalme onaniert oder wenn er Vorsprechen im Hotelzimmer hat. Das mache ich na gut, oft. Das ist hart. Aber nein, das ist schon, sehr wichtig, dass das, nein, das Umfeld, das Duldungsbiotop, dass der ein Schwein war und dass der sich so benommen hat und dass der Wedel ein Schwein ist und sich so benommen hat, gut, das wusste man. Teilweise wussten das Ding. Aber wer das alles gedeckt hat, das, die ganze Vorzimmermannschaft, seine Sekretäre, seine Mitarbeiter, Journalisten, die sich haben einschüchtern lassen, Frauen, die sich sowieso aus Angst um ihre Karriere mundtot haben lassen, das hat mich etwas geschockt, muss ich sagen. Und wenn es jetzt ein paar Falsche erwischt, kann man nichts machen. Die Männer haben jetzt, weiß ich nicht, 3.500 Jahre die Welt verpestet. Jetzt sind die Frauen dran. Gut. Sie sind ein brillanter Schauspieler und haben gerne Bösewichte gespielt, darf ich das sagen? Ja? Aber in Wahrheit ganz ich habe lieb, die guten stimmt Rollen das? In Wahrheit ganz habe lieb? Ich nie bekommen. Wollen wir heute anderes? In Wahrheit ganz lieb? Nein, mein Bild werden Sie nicht zerstören. Danke. Wie nehmen Sie Kritik auf? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also bitte nicht. Schrecklich. Bitte nicht. Auf den letzten Metern. Ich wollte Sie sogar noch auf das Frauenthema ansprechen, weil ich gelesen habe, dass Sie gesagt haben, Sie sind ein Frauenversteher. Ja. Hat sich das ausgezahlt? Ja, okay. Versuchen Sie es, Sie kommen über ihn. Ich weiß. Sie heiraten. Sie können es ehrlich meinen, Sie können es aber auch nicht ehrlich meinen. Ja. Der Effekt ist es funktioniert. Ja. Sie heiraten im Sommer. Ja. Stimmt, ja. Am Tag, aber am Tag der 500. Alma-Aufführung ist am Nachmittag am Nachmittag die Heirat und am Abend die Aufführung, sport man sie ein Feuerwerk. Okay, gut, aber Sie halten mich für romantisch, Herr Manker. Ich habe Sie nie für romantisch gehalten. Das haben Sie vorher gesagt. Naja, statistisch. Um Ihnen zu statistisch, Zeit, dass Sie da reingefallen sind, aber statistisch, danke schön, das ist ja Ihr Kompliment. Statistisch leben Verheiratete länger. Wissen Sie das? Man muss sich rechtzeitig um jemanden kümmern, der den Rollstuhl schiebt, verstehen Sie? Sie haben übrigens eine sehr beeindruckende, mich sehr beeindruckende Grabrede auf Hans Hollein gehalten. Ein Freund? Ein Freund. Ja. Sie haben auch sehr viele Filme über ihn gemacht? Ja, er hat mich, er war älter als ich natürlich, er war über 20 Jahre, er hat mich als Freund erwählt eines Tages und das hat mich natürlich beeindruckt und geschmeichelt und dann wurde das eine jahrzehntelange Freundschaft und ich vermisse ihn sehr. Freundschaften sind Ihnen aber auch wichtig. Ja? Sie sind in Wien geblieben?
Was lieben Sie in Wien? Wollen wir ein bisschen befreundet sein? Können wir probieren, Herr Mank. Was? Aber vorsichtig. Probieren. Wissen Sie was? Machen wir doch Folgendes. Ich bin kein Junge für eine Nacht. Wir können ein ganzes Leben nachvollziehen. Wie wäre es, wenn wir ein langes Interview über Ihr Leben machen und ein schönes Buch gemeinsam? Oh. Wäre das nicht was? Statt einer Autobiografie? Das wird niemand interessieren, aber wir können es machen. Ich glaube, das interessiert schon. Wenn wir es zwei machen, sicher. Es interessiert ja schon die Sendung da niemanden. Ja, ja, aber ich habe auch ein bisschen, gut, das ist ein anderes Thema, der Ruf. Schlechten Ruf, keine Kontakte. Darf ich weiter? Sehr schlechten Ruf. Ich weiß, darum habe ich Sie eingeladen. Mit was? Mit Recht. Mit Recht, danke schön. Ja. Eine ganz kurze Frage, ganz am Ende, Herr Manker. Ja. Immer Drama. Ja? Ja. Spielen Sie mal in der Komödie. Dürfen wir Sie in einer Komödie sehen? Würde ich gern. Ja, welche? Mit Der Parasit. Der Parasit. Ja, von Schiller. Ja. Das ist ein französisches Stück, das der Schiller über... Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Lieben Dank bei Ihnen. Moment. Danke fürs Zuhören. An die erste Rolle, an die ersten Worte auf der Bühne, Ihnen haben wir nicht gemacht. Nein, das haben wir nicht gemacht. Entschuldigung, ich muss ja flexibel sein bei Ihnen. Danke schön fürs Zuhören. Nächste Danke, Woche. Danke, Herr Manker. Mit Marianne Lenz.